Willkommen zurück im nächsten Video. Ich weiß gar nicht, wie viel ich bis jetzt aufgenommen habe. Patient, hallo Patient. Hallo anderer Patient. Ich könnte sie theoretisch erschießen, aber so unsozial bin ich doch nur wieder nicht. Ja. Dann. Ja, ich mach's auf die einfache Weise. Ich bin aus Versehen gerade in die Konsole reingeswitcht. Das machen wir mit diesem komischen Hochzeichen. Man kann damit cheaten, was ich aber nicht tun werde, weil mich E-Mod aufgeklärt hat und ja. Ich werde mich jetzt selbst sprengen. Es ist keine so gute Idee im echten Leben, um ehrlich zu sein. Verdammt. Nochmal. Genau. Mein Bein ist verkuppelt. So. Ja, nee. Humpel, humpel, humpel. Ich finde es schwer, humpelt. Diesmal habe ich auf die Uhr geguckt. Humpel. Aua. Na, wie geht's? Das tut weh. Ich weiß, dass es weh tut, aber es dient einem guten Zweck. Versuchen Sie, sich nicht so sehr zu krümmen und zu winden, während ich Notizen mache. Na, wie sicher. Würden Sie den Schmerz beschreiben, den Sie spüren? Haben Sie einen Rat, wie man ihn erträglicher machen könnte? Ich frage das für die Nachwelt. Ja, na sicher. Intelligenz, Schmerzen sind abstrakt. Ich konzentriere mich lieber auf das Überleben. Sie haben eine ausgesprochen philosophische Einstellung. Schade, dass Sie mit dieser Einstellung keine Kugeln abwehren können, nicht wahr? Zum Glück kann ich Sie zusammenflicken. Halten Sie still und hören Sie auf zu zucken. Nett. Oh je, wie kann man denn nur so rumlaufen? Indem man ziemlich kaputt ist. Okay, ich habe Ihnen sogar ein Smiley-Gesicht genäht, um Sie bei guter Laune zu halten, obwohl Sie es nicht wirklich sehen können. Hier, nehmen Sie meinen Umgebungsanzug. Er wird Ihnen beim Verarzten helfen und dürfte auch vor den Auswirkungen der Strahlung schützen. Warum hast du dieses Ding nicht angezogen? Vielleicht hätte mich das geschützt. Das ist eine Art Abwehrmittel gegen Maulwurfsratten. Wir wissen nicht viel über die Meyer-Lurks und wie gefährlich sie sind. Da gibt es sicher einiges rauszufinden. Und das sollte für das zweite Kapitel genügen. Welchen Teil davon... Meyer-Lurks, ich muss noch ein wenig warten. Kommen Sie aber trotzdem bald wieder und helfen Sie mir. Okay. Mal sehen, was im Angebot. Na klar doch. Ich werde jetzt erstmal ein paar Sachen verkaufen. Hier, diese ganzen Bücher werde ich behalten. Obwohl sie sind eigentlich mittlerweile relativ leicht. Früher haben sie eins gewogen. Ich weiß nicht, was für eine Einheit ist. Kilogramm, was weiß ich. Den Umgebungsanzug. Der Umgebungsanzug ist eigentlich relativ gut. Sekunde. SF-15? Okay, ich guck gleich nach. Kampfmesser. Das Kampfmesser ist so ein Standard-Item. Weg. Jagdgewehr behalte ich. Zum Reparieren. Minigun. Ja, Luftgewehrmunition. Das Luftgewehr verkaufe ich auch jetzt. Das Luftgewehr, obwohl, ist von meinem Papa. 7 lohnt sich gar nicht. Wie schwer ist es? Es wiegt 2, ne, das behalte ich. Die Preis-Leistung ist einfach nicht gut genug. Meine Reparaturkünste sind eh noch nicht so hoch. Von daher lohnt es sich noch nicht. Oh, schade, dass ich schon so gut. Hühnerkleber. So, okay. Ellman! Was zu? Okay, nein. Lederrüstung.
jetzt mal ehrlich, was habe ich gerade an? Den gepanzerten Vault Overall. SF25, nein. So, akzeptieren? Nein, ich guck zuerst weiter. Ah, die hier. Oh, ja. Teuer. Auch teurer. Teuer. Sehr teuer. Ultraleichte Kampfpanzerung. 14. SF40. Kaufen. Das können wir. Gute Jagd. Können Sie meine Ausrüstung? Ich kann Reparaturen durchführen, wenn es sich nicht um einen qualmenden Haufen Asche. Okay, meine reparieren ist höher als deine reparieren. Ich werde jetzt diese ultraleichte Kampfpanzerung negligé. Verdammt sich sexy aus. Warum? Na, ist egal. Es ist so oder so besser als das andere. Warum kann ich die Dinger nicht miteinander verreparieren? Na gut, überhalte ich erstmal. Einswitchen. Ja, verdammt. Verklickt. Keine Mätzchen, ja? Ja, jo. Ich brauche einen Lunchbox. Okay. Keiner. Ich werde mich jetzt auf die Socken machen. Nach Watertown. Suchen Sie den weil oder den dort ein guter Freund von mir steht. Das heißt guter Freund. Mal einer meiner Lieblingscharaktere. Oder soll ich... Okay, ich werde euch jetzt ungefähr meine Route zeigen. Ich werde jetzt hier hinlaufen. Damit ich da schon mal war. Danach werde ich hier hinlaufen. Und ich hoffe, ich überlebe es. Ja. Das könnte 2, 3, 4, 5 Folgen dauern. Ich hoffe, euch wird nicht langweilig und die Kämpfe dazwischen müssten ganz lustig werden. Ich werde das machen, weil ich im Moment keine Chance gegen Myalox habe. Und auch nicht in die Nähe von DC will. Um ehrlich zu sein. Weil DC ist mir ein wenig zu ungesund. Ah. Hallo du. Ja. Woher kommt ihr? Das liegt sehr weit im Norden. Wenn du mal vorbeikommst, Jackson ist dort fürs Wasser zuständig. Vanessa kümmert sich um die medizinische Versorgung. Das hier ist einer meiner Lieblingscharaktere. Henry verkauft modifizierte Waffen. Danke dir. Du sollst deine Kampfkraft durch Begleiter erhöhen. Das bringt mir nicht viel. 70 aufbereitetes Wasser. Was zur Hölle. Wo haben wir? 32er. Soll ich? Ich weiß nicht. Ja doch. Und dann verkaufe ich ihm noch meinen Krams. Das hier. Das hier. Das hier. Die Brille habe ich, um ehrlich zu sein, nur auf. Damit ich diesen einen Punkt habe. Die Minigun verkaufe ich, weil sie mir nichts bringt. Das Luftgewehr behalte ich. Ist vom Papa. Schlagring verkaufe ich. Ja, ist in Ordnung. 162 Kronkorken. Ein weiterer zufriedener Kunde. Tschüss. Tschüss, tschüss. Hallo. Quick Save.
viel Uhr war es? Ich habe auf die Uhr geguckt, ich weiß. Das müsste es auch schon wieder gewesen sein. Wir sehen uns auf der nächsten Folge. Wir machen uns dann weiter auf den Weg. See ya!